Und Kotta besorgt dir den Prinzipi-Rabatt auf Samas Waren. Abgemacht. Also ja, wäre Kotta nicht so ein riesiges Arschloch, dann würde ich sogar einstimmen. Aber nein, ich habe meine Meinung geändert. Du lässt dir ein gutes Geschäft entgehen. Kotta zuckt mit den Schultern und fährt sich mit der Zunge über die Zähne. Gib mir einfach Captain Urodaras Geld und ich lasse dich in Ruhe. Coin is gone, Amico. Das Geld ist weg, Amico. Ale for Kotta's friends and food for Kotta's wolf. Makasita gets the rest. Ale für Kotta's Freunde und Fressen für Kotta's Wölfe. Den Rest streicht mein Kassita ein. Er tätschelt Celicias Flanke und lächelt den Rest der Bande an. Angreifen, wie wäre es, wenn ich deine Haut zu einem Segeltuch verarbeite? Celestia, the throat! Celestia, auf die Kehle. Kotta lässt seine Wölfe los und deutet auf dich. Der Rest seiner Leute greift zu den Waffen. Ja. Hat mich das jetzt zufällig... Ja, das hat mich aggressiv gemacht. Eigentlich will ich seinen Deal nicht annehmen. Wenn ich warte, wird da ein Auto gesaved? Nein, natürlich nicht. Mist. Ich müsste also alles nochmal machen, weil eigentlich wollte ich nicht irgendwie aggressiv rüberkommen. Gut. Ich hätte wirklich ein Quicksave machen sollen, bevor ich mit dem rede. Ja, da bin ich wieder selber schuld. Aber zurück können wir ja das ziemlich schnell durchbügeln, was alles hier passiert ist. Und ich kann den Schnellgang einlegen. So, erstmal hier hoch. Ja, mit F kann ich den Stellmodus aktivieren und deaktivieren. Das ist vielleicht praktisch, dass es schneller geht. So, hier die beiden Würms umbatschen. Beziehungsweise die beiden Sasswasser-Ips. Na gut, diesmal hat es keinen zerfetzt. Was könnte ich eigentlich bei Edda aktivieren? Das ist eigentlich nicht schlecht für Edda. Bei Xoti. Nee, nicht unbedingt. So. Dann reden wir noch mal mit ihm hier. Das wiederholen wir gleich wieder, wie es wir vorher gemacht haben. Oh, sure. What about? Guess that means you've spent not like my fear that I caught capaces. Sorry. So, und jetzt wieder in die nördliche Gasse. Wasten. Wenn wir es über die Map machen, geht es hoffentlich noch ein Stück schneller. Erstmal gleich mit dir hier reden. Ein Ei. Gut. Das haben wir jetzt alles. Und
Ich selber bin noch nicht aggressiv. Gut. Dann warten wir mal. So, da kommen sie aus ihrem Loch gekrochen. So, she asked him what he calls that trick, and he said. So, ich habe die Schurken gefunden. Dieser Marsch Schwierigkeiten verantwortlich sind. Sie machen die Gassen im Ankerplatz der Königin unsicher. Consuelo, you the one causing. I thought Remaros. Who a friend? You're sorry. Das können wir erstmal überspringen. Ja, Hagrim findet sie amüsant und das recht, Hagrim. Kotta mag dich. Was willst du? Er packt seine Wölfin am Nacken und zieht sie zurück zu sich. Nette Wölfin. Silesia ist Kottas Herz. Sie ist his Rage und his Spirit. Jemand hat Captain Rondra beraubt. Hast du etwas damit Depends. Zu tun? You seeking vengeance for that house? Kotta gibt seinen Leuten ein Zeichen und packt seine Wölfin noch fester am Nacken. Sie hat Samar Geld geschuldet, Geld, das ich brauche. Ja, warum hast du es auf Samar angesehen? Rodoras Coin. But she's too soused to miss it. Rodoras Geld, aber sie betrunken, um es zu vermissen. Kossa kichert sie sich hinein. Will get you the principi discount on Zamar's goods. Deal? Ich habe meine Meinung geändert. Was denkst du, Seraphin? Rodoras and Kotta will get you the principi discount on Zamar's goods. Gegenangebot? Be careful. Das macht mich wieder aggressiv. Okay. Ja, es ist aber ein bisschen anders gelaufen als beim letzten Mal. Ich meine, er hat gleich gesagt, er mag mich, nachdem ich in der dritten Person von mir gesprochen habe. Ich weiß, ich versuche eigentlich so gut wie möglich heute zu Rollenspielern, aber das ist wieder so eine komische Situation, wo meine Auswahlmöglichkeiten ein bisschen zu seltsam beschränkt sind. Ich könnte wirklich mal Fenrir mit reinziehen. Mal gucken, ob sein Wolf gegen meinen Wolf eine Chance hat. So she asked him what he calls that trick. You the one I thought who have caught yours. Sorry. You'll know soon enough. Oder ich könnte mit den Geisterangriffen anfangen. Nehmen wir mal das. Oh. Ja, Grausamkeit. Grausamkeit gegenüber Tieren. Bei Edda, das ist auch nicht gut. Bei Edda mag ich zu sehr, als dass ich ihm etwas tun möchte, was nicht schön ist. Und stimmt eigentlich, ich sollte nicht die Probleme von mir und irgendwelchen Kottas auf die Tiere umwälzen. Dann versuchen wir mal die Geisternummer und wenn das auch nicht klappt, dann nehmen wir mal, dann sagen wir mal, wir reden mit dem Schiffsbauer über den Deal. Vielleicht können wir dann den Schiffsbauer einfach überreden, dass wir die Kanonen kaufen und da ist er erstmal aus den Geldsorgen raus. So she asked him what he calls that trick, and he's you the one cause I thought who caught that yours. Sorry, you'll know soon enough. Ja, Schall und Rauch, ich denke nicht. Kottas Augen weinten sich, als er die zahlreichen Formen rund um dich herum bemerkt. Ein Augenblick später ist es vorbei, als du die Geister wieder zerstreust. Kotta does not doubt his eyes. Komplecker, Kotta hat gesehen. What do you want? Was willst du, nette Wölfin? Silesia ist Kottas Herz. She is his rage and his spirit. Ja. Depends.
Nur Feiglinge greifen von hinten an. Das macht mich wieder aggressiv. Sie hat Samar Geld geschuldet. Look, tell the ship right to accept. Samar got the tires of seeing his the coin. Samar got the tires of seeing his family sailing derelict wrecks. Kota will redo and Kota will get your letting go. You've got a the better Kota will redo and Kota will get you the Principit Gelarde. Here's an advance. Go tell Samar the good news. Kota will handle the rest. Yeah. Macht mich das irgendwie böse? Nein, ich bin weder zwielichtig noch grausam noch aggressiv. Okay, fürs Erste. Und eigentlich sollte ich es mir nicht mit den Principi zu schnell verscherzen. Wo sind sie denn? Principi sind Patren, ne? Genau. Und Geld zu haben ist aber gut. Ja. Das mit dem Beutelschneiden habe ich. Kota behauptet, Rodaras Geld nicht mehr zu haben. Gut. Die Piraten versprachen, mich an ihrer Abmachung teilhaben zu lassen, wenn ich Samar davon überzeugen würde, sie anzunehmen. Die Frage ist nur, ob er mit der Vereinbarung einverstanden ist oder nicht. Ja. Gut, aber wenn ich schon mal in der Gegend bin, dann gebe ich bei der Valera-Familie. Die ist hier. Die Quest mit den Hafenleuten ab, um wieder ein bisschen mehr Geld zu kassieren. Weil man sieht ja, wie teuer die Schiffe noch sind und ich glaube, mit meinem Seenverkäufer komme ich irgendwann nicht mehr viel weiter, vor allem wenn die Kämpfe heftiger werden. Da werde ich irgendwann mal ein großes Schiff mit einer großen Mannschaft brauchen und ich werde Geld dafür brauchen. Zum einen, um das Schiff zu kaufen, zum anderen, um die Mannschaft zu bezahlen. So, also. You're gonna make a habit of turning up. Nein, das war der falsche. Also war ja der Bubi, der sich unbedingt mit dem Bardetto duellieren wollte. Wo geht's da eigentlich hin? Ist das noch ein Ausgang? Ich glaube, das ist noch ein Ausgang. Das können wir aber sehen, wenn wir wieder runterkommen. Also ja, ich finde es aber auch auf jeden Fall cool, dass Obsidian die Idee hatte, hier Tag- und Nachtwechsel mit anderen Ereignissen einzubauen. Und dass wir halt auch eine Wartefunktion haben. Nicht hier. Hi. Good night, Watcher. We can speak in the morning. Ah, jetzt müssen wir bis zum Morgen warten. Ah, ist kein Problem. Warten wir bis 5 Uhr morgens. 5 Medizin verbraucht. Wie sieht er jetzt aus? Noch 2 Tage hat er verbrannte Haut. Ado, what brings you to the Hall of the Valeras? Ado, was bringt dich in das Haus der Valeras? Es gibt Schwierigkeiten mit der Familie, den Mann. The Bardetto Bank shuts us out of investments and stifles our finances. Ach, die Bardetto Bank schließt uns von Investitionen aus und schnitt unsere Finanzen ab. This is the richest prospect on Eora, but we cannot grow our family business. Das ist der reichste potenzielle Kunde auf Eora, aber wir können unser Familienunternehmen nicht ausweiten. Can't make coin at the expense of others? Now that's a crying shame. Ihr könnt kein Geld auf Kosten anderer machen, ach wie schade. Mit zusammengekniffenen Augen verschränkt die Priesterin ihre Arme über ihrer Brust. If you know a better way of squeezing profit out of these islands, I'm open to hearing it. Wenn du einen besseren Weg kennst, um aus diesen Inseln Profit zu schlagen, so bin ich ganz Ohr. Ezali is a rich thug, and someday she will get what's coming to her. Ezali ist eine reiche Tyrannin und eines Tages wird sie ihre Abreibung bekommen. Ich möchte über die Bardetto sprechen. If we must. What is it? Wenn es sein muss, was gibt es? Stirnrunzel fordert dich, Atello, auf, fortzufahren. Ich denke, eure Familien sollten einen Waffenstillstand in Betracht ziehen. Shuddery. Our disagreements are beyond the point of shaking hands. Unsinn. Unsere Differenzen lassen sich durch Händeschütteln nicht mehr beseitigen. This is not your feud. If anything, I question your interest. Das ist nicht deine Fehde. Wenn überhaupt, frage ich mich, wo dein Interesse liegt. Du bist ein Geschäftsmann. Du wirst wissen, wenn man
wenn meine Investition falsch wäre. You have little to gain by peace between our families, but you speak as if you might. Du kannst aus einem Frieden zwischen unseren Familien kaum profitieren, sprichst aber so, als wäre dies der Fall. Atheo schützt seine Lippen. You want to help? Convince Azali to negotiate. She ignores my invitations. Du willst helfen, überzeug Azali davon zu verhandeln. Sie ignoriert meine Einladung. Until then, leave me be. Lass mich bis dahin in Frieden. Atheo wendet sich von dir ab und konzentriert sich auf was anderes. Oh, wir haben hier was geändert. Ich habe beschlossen zu versuchen, Frieden zwischen den beiden Familien zu stiften und habe zu diesem Zweck Friedensverhandlungen einberufen. Der erste Schritt, der mir bevorsteht, ist eine Unterhaltung mit jedem der beiden Oberhäupter. Ich muss sie unbedingt dazu überreden, an einem gemeinsamen Treffen teilzunehmen. Ja, Martino kann ich ein bisschen jetzt, also ich muss mich auf jeden Fall mit beiden Familien gut stellen, dass sie überhaupt auf mich hören. Ich höre nicht mehr die perverted anthems of Rawatai echoing across Queen's Birth.